brauchen wieder unsere anderen Tüten. Ne? Gut, dann haben wir die nicht. Nö. Ja, ich weiß nicht, weil ich jetzt die Polizei sitze. Ja, hier kam es heute in den Vormittagsstunden zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, in dem ein Pkw mit einer Familie aus Bad Freienwalde verunglückt ist. Zu den Ursachen, das Fahrzeug hatte einen Lkw überholt und beim Wiedereinscheren, so sagen Zeugen, hat der Fahrer die Gewalt über das Fahrzeug verloren. Bei dem Unfall, in dem Fahrzeug waren 8 Personen, bei dem Unfall sind 2 Personen vor Ort hier direkt verstorben. Und die anderen 6 schwer verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht worden. Wie sieht es jetzt weiter? Ja, weil die Unfallursache noch nicht richtig geklärt ist, haben wir jetzt hier DEKRA im Einsatz. Die Kollegen machen die professionelle Unfallaufnahme. Da kommen noch sichere Messverfahren zum Einsatz, Drohneneinsatz. Und dann bekommen wir da auch zeitnah nochmal ein Ergebnis. Ja, die Autobahn ist jetzt gesperrt in Richtung die A20 in Richtung Ostsee seit dem Unfallzeitpunkt. Ja, das wird sich auch noch einen Augenblick hinziehen hier. Wir müssen halt erst noch die Unfallaufnahme mit dem DEKRA machen und dann wird hier wieder frei. Das kann sich aber noch hinziehen. Yeah.